meine Geheimnisse, ich weiß das. Mit dir kann ich über alles reden. Fahre deine Hand durch meine Lack. Für dich werde ich Primes begehen. Ich würde eine Elfbar für dich klauen. Aus der Tanke, wo die all die geilen Drinks haben. Ich würde eine Elfbar für dich klauen. Baby, baby, für dich würde ich alle Crimes begehen. So ein Teil nehmen wir. Doppelgut, dass das von meiner Oma kommt. Ne? Immer wieder, so auf der Reise, so berühre ich es so und bin so. Ich denke an sie. Ja, das ist so nice. Okay, also vorhin waren wir hier und du meintest so, wir gehen über diesen Berg. Aber tatsächlich fahren wir noch ein Stück weiter ins Tal. Und dann hier entlang. Oh. Und da fangen dann die Höhenmeter an. Zack, 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 zack. Hier diese Serpentinen. Hier nochmal. Hier auch nochmal. Eigentlich die ganze Zeit, ne? Und bis 2010 Meter. Ja. So, wir standen dann quasi an der Schwelle zum ersten richtigen Climb dieser Tour, Col del Colombardo. Und wir hatten beim Kaffeetrinken vorher im Internet gelesen, dass man viel Proviant mitnehmen soll, mehr als man erstmals denkt. Also sind wir noch in den Supermarkt gegangen und so naiv wie wir waren, haben wir uns einfach ein paar Früchte geholt und ich war mega stolz auf meinen Pick Eistee. Ich dachte, das ist wie die billige Version von diesen Gels, die sie sich bei der Tour de France reinhauen. Und ich war mir so sicher, das würde mich locker durch den ersten Tag bringen und über den ersten Climb. So machen wir uns den Aufstieg mit. Strong. Profi-Tipps vom Profi an sich. Eincremen ist sehr wichtig. Obwohl ich Longsleeve anhab, creme ich mich gerne ein, auch mehrmals am Tag. Ihr habt's gehört, Leute, eincremen ist wichtig. Soll ich sagen? Und irgendwo da, auf irgendeinem von den Bergen, geht's hoch. Blinkt's. Kontinuierlich kurz. Aber. Warten wir mal kurz, das ist ja. Wichtig nämlich. Wenn es ja. Bald aufhört, dann ist blöd. Jo, es war einfach hoch, 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 stetig. Es hat nicht mehr aufgehört. Und irgendwann war ich einfach radfahrmäßig am Ende. Es war einfach platt. Meine Beine wollten nicht mehr. Wie viel noch so? 580 ungefähr, aber 12%. Zum Glück aber sind diese guten Dinger hier gestählt für lange Märsche von vielen Wandern und ich war mir sicher, wir kommen da hoch. Laufen kann ich wirklich endlos und es war nur eine Frage quasi der Zeit, ob wir das an diesem Tag noch packen würden. So, boah, das ist steil. Wir sind jetzt beide im Schiebmodus. Angekommen. Ich gehe am Stock. Es ist und bleibt steil. Morgen machen wir auf jeden Fall ausgediegenere Frühstück-Mittagessen-Session. Ja. Also nicht nur zwei Teilchen, ein Espresso und dann losradeln. Das haben wir uns auch gedacht, Junge. Um 12. So, Mittagessen. Letzte Mahlzeit ist ja erst 4 Stunden her. Ciao. Boah.
Das ist insane. Boah, ja. Jetzt sieht man, was man hochgekommen ist. Ah ja, true. Pam, pam, pam. Und hier sind wir jetzt. Und hier sind wir jetzt. Und hier sind wir jetzt. Unsere Motivation war noch sehr hoch. Nur waren wir einfach körperlich mit unseren Kräften komplett am Ende. Hungrig, durstig, von Krämpfen geplagt. Dennis meinte so, hey, das ist ein Berg, Bergtourismus. Da gibt's bestimmt eine Hütte mit irgendwas zu essen. Diese Hoffnung nach einfach einer Mahlzeit hat mich jedenfalls diesen Berg hochgetrieben, ey. Und als ich dann an der vermeintlichen Spitze ein Gebäude tatsächlich gesehen habe, war ich so begeistert. Ja, Digga. Ja, Mann. Ja. Es war tatsächlich aber nicht die Art Gebäude, die wir erwartet haben. Es ist eine Kirche. Ich hoffe, die haben Essen, Alter. That is it. So, die Kirche an sich hatte kein Essen. Es war tatsächlich nur ein leerstehendes Gebäude. Aber zu unserem riesigen, unfassbaren Glück hatten sich da zufällig zeitgleich ein paar gute SamariterInnen eingenistet. In Form von Su, Ching, Frank und Frank. Die haben uns Kaffee gemacht, die haben uns spicy Macaroni gegeben, Riegel, Wasser. Die haben uns mit Motivation versorgt und Tipps. Und tatsächlich haben die uns vielleicht da oben sogar das Leben gerettet. Denn uns war nicht klar gewesen, dass der Anstieg noch lange nicht vorbei war. Da oben ist nichts mehr. Ja, ja, aber so, gute Fahrt wünsche ich dir. Ciao. Ja, dass er gut nach Hause wiederkommt. Ciao. Ciao. Gute Fahrt. Ja, ja. Vorsichtig. Wir sind vorsichtig. Und wir achten auf genug Essen. Ja. Bam! So, mach's gut, gute Fahrt, ja? Danke. Vorsichtig. Gut, das werde ich damit nicht fahren. Ciao! Ja. Ciao! Und durch die konnten wir dann mit neuem Elan weiter hinaufgehen. Die 2000 haben wir geknackt. Mhm. Bitte? Nehmt auf. Ja. Ja. Okay, also nicht weit los, Digga. Bist du am Start? Ja. Ah. Let's go. Wie ein Kind fühle ich mich. Na, das auch gerade. Das war ja echt verrückt, oder? Jetzt gleich in der Stadt. Einmal so, ich bin so. Das war ja wirklich die geilste Abfahrt. Also, das war krass. Ab da war es einfach nur noch nice. Wir sind wieder langsam Richtung Zivilisation, schön im Sonnenuntergang runter ins Tal, Richtung Sant'Antonino di Susa. Da haben wir dann noch, bis es dunkel wurde, nice Pizza gegessen, haben noch ein paar Drinks aufs Haus bekommen. Und dann sind wir ein bisschen nachts durch die Dunkelheit getigert, bis wir einen guten Spot hatten. Und damit hatten wir es geschafft, begleitet von, witzigerweise, ganz vielen Schmetterlingen, die man leider nicht hier auf der Aufnahme sehen konnte, wirklich leider. Haben wir an dem Tag 2000 Höhenmeter gemacht, fast 100 Kilometer Länge.
Und laut Dennis seiner Sportuhr 6000 Kalorien verbrannt. Und wir haben auch wirklich drüber nachgedacht, vielleicht den nächsten Tag auch dann wirklich zum Ruhetag zu machen. Ja. Dachten wir uns, machen wir die zweite Hälfte von der ersten Etappe ein bisschen gediegener. Alles gut? Ein bisschen gechillter. Was?